Und damit hallo und herzlich willkommen hier beim Kackwetter. Ja, und wir wurden gerade kurz gejagt. Jetzt aber auf einmal nicht mehr. Was das bedeutet, keine Ahnung. Aber erst jetzt werden sie ja erst richtig aggressiv. Ja, ich leere schon meine Taschen. Ah, super. Stehen schon wieder vor meiner Haustür. Kein Holz, nichts in der Tasche zum Reparieren. Nur verrottetes Fleisch dabei. Lächerlich. Ja, was machen wir jetzt? Sind wir jetzt so verrückt und fangen mal an, ein bisschen weiter zu bauen hier? Ich denke schon, eine Holztür brauchen wir ja auf jeden Fall noch. Ach, das war hinter uns nur der Kadaver. Ich wollte gerade sagen, was ist denn jetzt hier geplatzt? Eisenschaufel, Spitzhacke, die können wir auch erstmal ins Lager schmeißen. Die brauchen wir jetzt sofort nicht. Schön vorsichtig bauen, dann ist aber zu oft gedrückt. Leise bauen vor allen Dingen, dann soll das wohl klappen. Einen so oft angeschlagen. Oh, ich denke mal, ihr seht gerade genauso viel wie ich. Nämlich fast gar nichts. Wo ist denn hier unsere blöde Truhe? Da. Ja, ich werde jetzt hier gleich auch Licht machen. Haben wir die Kerze. Dass wir dann zumindest irgendwie ein bisschen was auch sehen. Fenster hatten wir auch noch welche, oder? Ja, 10 Stück. Setzen wir auch mal direkt gleich ein. Alles schön in geduckter Position. Ich hoffe, ich baue hier überhaupt richtig, aber das sieht, glaube ich, ja, sieht ganz richtig aus, alles, was ich hier so zusammen geschustert habe. Ja, auf jeden Fall brauchen wir jetzt noch mehr Fenster. Holzfenster. Was machen wir denn? 30? Können wir wohl, denke ich, machen. Brauchen wir ja ohnehin. Ja, ich würde sagen, das waren jetzt erstmal die ersten Fenster. Jetzt geht's weiter. Hier unten fehlte noch einer. Hier hatte ich schon. Ja, sieht so aus. Machen wir da jetzt auch zu.
Ja, das sieht doch an sich schon ganz nett aus. Wir werden dann jetzt auch direkt einmal zusehen, dass wir unsere Kerzenproduktion ankurbeln. Minuten 33 dauert die ganze Geschichte. Haben wir jetzt überall Fenster drinne und auch richtig drinne? Sieht so aus. Also wenn das gut ist. Dann müssen wir jetzt auch noch hingehen, Lehmklumpen, kleine Steine und uns Pflastersteine erstellen. Ja, davon können wir diesmal auch ordentlich welche machen. Ihr könnt erstmal wieder weg. Eisen auch einmal mitnehmen, wieder zurück auf den Hammer gehen, einmal zusehen, dass wir die Tür hier mal ein bisschen verbessern. Jetzt brauchen wir aber schon wieder geschmiedetes Stahl. So, für 5 Minuten. Wie viel könnten wir da machen? 48. Ne, dann machen wir aber nur 30. Und Pfeilspitzen aus Eisen. 92, oh ne, das wäre auch ein bisschen zu übertrieben. Sagen wir einfach mal 50. Wir könnten schon mal anfangen. Ich weiß gar nicht mal, wofür wir die haben wollten. Erstmal 30 Nägel auch herstellen. Das klingt schon. 30 Nägel klingt erstmal vernünftig. Eisen brauchen wir nicht mehr. Die brauchen wir auch nicht mehr. Oh, bin ich froh, wenn die Mauer steht. Aber nee, das reicht immer so, soll ja nicht die Hauptabwehrtür werden. Sieht das überhaupt aus mit Essen und Trinken? Nahrung könnte man was gebrauchen, weil wir sind ja doch recht angeschlagen. Auch erstmal wieder ein bisschen heilen über Nacht. Gut. Ja, ich würde ja gerne anfangen jetzt schon Kerzen anzubringen, aber das werde ich mir dann doch für den nächsten Tag aufsparen, wenn es dann auch wieder etwas heller ist. So, Rezepte, Kerze. Ja, alle herstellen. Pflanzenfasern können wieder weg. Viele machen wir noch, nicht mehr viele. Dann gucken wir erstmal hier bei unseren Skills, denn wir haben ja auch wieder ein paar Punkte, die wir verteilen können. Und zwar wollte ich jetzt hier auf den Hau drauf ein paar Punkte verteilen und ich wollte einmal gucken über die Waffe. Hoppala, die habe ich beim letzten,
Let's Play fand ich eigentlich ganz gut und habe sie gerne genutzt. Was war denn die Stacheldrahtkeule? 16 geschmiedetes Eisen und Holz brauchen wir dafür. Das sieht alles so aus, als wenn wir das auch hätten. Da haben wir die Stacheldrahtkeule. Ja, Rezepte. Steinplattenblock. Ja, 102, auch das ist recht angenehme Zahl. Damit kommen wir gut klar. Ja, das gleiche ist der nächste Tag, aber es sieht überhaupt noch nicht so aus, als wenn es aufhören würde zu regnen irgendwann endlich mal. Ja, ich höre schon wieder Zombies da draußen irgendwo rum. Eiern. Warte, ich bin nass, wenn ich zu nah an der Mauer stehe. Regnet hier durch mein Haus durch? Verrückt. Ja, auf jeden Fall heile ich noch gar nicht, so wie ich mir das vorgestellt habe. Da habe ich schon wieder Zombies im Garten. Also, sie haben mich wieder mal gespürt. Ah, ich bin aber wieder versteckt. Gut. Anscheinend waren sie doch nicht ganz so heiß auf mich, wie ich gedacht hätte. Ah ja, da unten hinterm Haus, da steht er. Angefangen, Bude zu zerlegen. Ich muss dann gleich erstmal hingehen und das unterbinden. Ja, und das mache ich doch dann jetzt mal. Weicht er mir aus? Spinnt ja wohl. Ah, nett. Er hat Nägel dabei. Als ob ich davon nicht jetzt selber genug hätte. Dann fangen wir mal an, die Bude hier ein wenig zu beleuchten. Ich glaube, das sieht soweit ganz nett aus und ganz freundlich. Ja, Eisenspitzhacke, die brauchen wir jetzt gleich auch auf jeden Fall. Oh, nicht mehr lange, dann ist der Knüppel fertig, dann können wir den doch schon zerlegen.
dann gehen wir erstmal noch mal los, ein bisschen Holz sammeln, ein bisschen Steine sammeln, bevor wir dann wirklich erst wieder weitermachen. Was habe ich da? Bin ich jetzt strahlenvergiftet oder was ist das da? Infektion. Und dagegen nehme ich zum Beispiel den Honig, den ich versucht habe beim Durchfall. Schmerztabletten helfen mir überhaupt nicht weiter. So, gucken wir doch hier mal bei Medizin. Der Goldrutentee. Der wird mich heilen. Aber mehr steht da auch nicht. Da steht überall nicht wirklich was. 2,5 Stunden soll diese Infektion noch dauern. Honig, Antibiotika, natürlich Antibiotika. Das hilft dagegen. Ich habe leider mal wieder nichts dagegen. Das ist natürlich jetzt, ja, richtig schade. Ja, hier haben wir noch Steine. Da brauchen wir jetzt erstmal Steine ab. Ein bisschen die Lebensenergie im Auge behalten. Wir haben ordentlich Essen und Trinken, haben wir wohl, wenn wir da irgendwie mit klarkommen würden. Muss nur das Wetter auch langsam mal ein bisschen besser werden, denn so ist es wirklich ätzend. Mal wieder ein bisschen umschauen. Vielleicht nicht doch so eine olle Zombie-Überraschung kommt. Ja, können wir auch jetzt gleich schon bald das erste Mal reparieren, unsere Bauwerkzeuge. Ja, und ich würde auch sagen, ich beende jetzt diese Aufnahme. Es hat mich wieder gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Lasst mir ruhig ein paar Kommentare da, abonniert mich, wenn ihr möchtet. Und ich sage wie immer, bis dahin und tschüss.